Hey und willkommen hier wieder bei einem neuen Demo. Yay! Ja, heute spielen wir Void Train. Das Spiel ist bereits im Early Access, kann man sich auf Steam kaufen, wenn man das möchte. Ich habe mir jetzt natürlich erstmal nur die Demo geholt, weil ich ja gesagt habe, ich gehe ein bisschen auf Demo-Reise. Dementsprechend probieren wir das heute aus. Genau, ich lege einfach mal los, ohne viel rumzuschnacken. Den Mauszeiger mal zur Seite, weil es hat Gamepad-Unterstützung. Ich spiele mit meinem Kirby-Gamepad immer wieder eine Augenweide. Genau, hier kann man sich den Kara aussuchen. Ich denke mal, wir bleiben mal bei Mail. Wie alt wollen wir sein? Oder die Gesichtszüge werden sehr, sehr weich. Ich, 38 ist doch ein schönes Alter. Was haben wir hier für ein Skintone? Ich weiß gar nicht, ob man den Kara sieht. Wir bleiben mal im blassen Bereich. Scars. Finde ich auch immer ganz schön, wenn man das ändern kann. Ich finde das über dem Auge cool. So, dann noch Buddy. Bodytype, was verändert sich? Wir werden etwas muppeliger oder wir bleiben dünn. Ah, so ein bisschen, so normal. Jacket Type. Sehr reduzierter Kara-Editor, aber eigentlich interessant. Ich überlege nur, ob man am Kopf auch noch was ändern kann. Ich meine, ich guck gleich nochmal. Oh, die finde ich cool. Die sieht gut aus, die nehmen wir. Und Hose. Die gefällt mir. Die erste Suppi. Gehen wir mal zur Head zurück. Ah, sieh mal da. Also hier unten steht ja Page 1 von 15. Gehen wir einfach mal weiter. Ich werde jetzt nicht so viel customizen, weil ich finde, für eine Demo. Ich meine, man kann dann wahrscheinlich den Kara so ins Spiel mit übernehmen. Aber ja. Ich mache mal so ein paar Basics. Haare zum Beispiel. Glatze. Nein. Ja, das ist mit Bann. Sehr süß. Oh, das finde ich nicht schlecht. Oh ja, Mönchsfrisur. Die war gerade eingestellt und das ist auch die letzte. Ja, ich nehm den Zopf. Haarfarbe. Bart. Oh, man kann sogar einen Hut auswählen. Die Melone ist ja schon cool, aber jetzt habe ich mir extra eine Frisur ausgesucht. Vielleicht möchte ich aber die Melone. Ich mag solche Hüte. Ohrenhöhe ist jetzt nicht so wichtig. Ups, falsche Taste gedrückt. Beard. Okay, das ist interessant. Bleibt der Schnauze? Also, Wikingerbart. Ich mag den. Farbe passen wir der Haarfarbe an. Ah, Mustache ist eine extra Kategorie. Das finde ich ja witzig. Ich mach mal ohne. Cheeks. Ja, wie gesagt, nur so die Basics. Brows. Keine. Über die passen wir auch der Haarfarbe an. Dann sieht ja schon mal ganz anders aus. Nase. Ja, Standardnase passt schon. Augen ist auch okay. Hier kann man auch die Augenfarbe aussuchen. Interessant. Warum ist das so gläsern? Ich nehme mal die grünen Augen. Ich mag grüne Augen. Das ist wahrscheinlich das Innere der Augen. Ja, ja, das Innere der Augen verändert sich damit. Das lassen wir mal weg. Oh, das ist auch interessant. Also es gibt immer so schöne Sachen, die man verändern kann. Ich glaube, ich mache es ein bisschen runter. Die Iris-Helligkeit ein bisschen hoch. Es sind schon sehr... tote Augen, aber irgendwie auch interessant.
Okay, jetzt haben wir noch Eyeliner. Und so ein paar coole Sachen. Ich finde das hier nicht schlecht, aber es muss dunkel sein, ja. Das sieht doch richtig cool aus. Eyeshadow. Ah, da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Und Lippen. Das hat was. Lip Art Color. Ich glaube, das ist ganz cool in der Farbe. Okay, dann haben wir noch Face Art, genau. Hab mich schon gefragt, wann das kommt. Schwierig. Ich finde sie einerseits ganz cool und andererseits... Davon sieht man fast gar nichts. Ich glaube, das lasse ich weg. So. Aber dann hätten wir das ja. Wie kommen wir denn jetzt zurück, ohne dass ich hier irgendwas kaputt mache? einfach B? Okay, gut. New game. Let's go. Schauen wir mal, was passiert. Sometimes the spirit of adventure beckons so much, it's pointless to resist it. Some people find enough courage to get on a train and head off into outer space. No. Also no. Wrong again. These are all wrong stories. Ah, there it is, the forest. This train was passing through impenetrable, dense forests. However, that was not a nameless journey, but a long way up here, right into the heart of the endless snowy nowhere. A perfect place for those who prefer tranquility, silence, and minus 45 degrees outside the window. Meet the man who made off into this palace of silence, the engineer. He'll be here on watch duty for many long and cold months, until the next lucky guy strides in to replace him. If one comes through at all, of course. But there's no need to feel sorry for him. Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here. Especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive. These people notice things that elude the average person. Hey, look closely. Again? And everything would have been fine in this adventure if the blizzard had not started at the wrong time. The chilly wind blew the engineer off the trail, which he immediately lost sight of. His fingers instantly turned into ice, like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appeared. A door to... Where to, by the way? The building didn't seem to be on the engineer's maps. Knock on the door. Ooh. Anybody home? This is how it all usually starts. Usually, okay, das heißt, es könnte auch anders sein. Ja, wir werden sehen. Okay, gespannt. In that strange hut, there was nothing. No people, no warmth, only darkness. Definitiv. Es ist dunkel. Okay, wir sind in einem First-Person-Game, alles klar. Controls, ja, ich habe ja den das Gamepad, deswegen sind die jetzt nicht so wichtig. Den können wir, genau, das ist schnell laufen. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Ich sehe gerade, es ist alles auf Englisch eingestellt. Ich, to hold close. Ja, okay, kommen wir zu mal. Ich guck gerade mal, ob wir den Text zumindest auf Deutsch einstellen können. Also für, ja, für manche ist vielleicht einfacher zu folgen. Außer die Stimmen. Also ich finde die Stimmen auf Englisch sehr angenehm. Deswegen würde ich das auch
weiter so lassen. Da können wir ja direkt mal speichern. Das ist ja nett. Man muss hier bei allem halten. Das ist irgendwie lustig. Okay, dann schauen wir mal. Wir interagieren jetzt mal mit diesem Ofen. Okay, wir wärmen uns auf. Schalte das Licht ein. Schauen wir mal. Ist hier ein Lichtschalter oder sowas? Na, hier ist ein Stromkasten. Of course. If I were you, I'd look for a key. Or something that looks like a key. Maybe just something heavy. Ich finde den Erzähler super. Also es ist sehr amüsant gemacht. Gefällt mir sehr gut. Okay. Ne, die lassen wir natürlich an. Wir sehen ja sonst gar nichts. Hier können wir etwas inspizieren. Ich finde die Movements der Figur sehr interessant gemacht. Das ist nicht einfach dieses, oh, ich guck mir was an und steck's weg, sondern auch so ein bisschen. Wie nennt man das? Ausschweifender? Well, I don't think that's going to help. Schade eigentlich. Was haben wir hier noch drin? Hm, no. A heavy blunt object. Gotta grab Au. It. Ah, praktisch. Ich habe ein Werkzeug, eine Werkzeugtasche am Handgelenk. Sehr praktisch. Okay, dann gucken wir mal, bevor wir uns hier noch verlaufen, ob wir damit das aufkriegen. I'm afraid there's nothing left to fix with a hammer. Any other ideas? Schauen wir uns jetzt mal an. Die sehen ziemlich kaputt aus, die Sicherung. Was ist das? Einfach getaped, okay. Ja, der geht, glaube ich, nicht mehr zu. Oh, and so my glorious hero, having passed all the hardships of his watch, finally obtains a light in order to, to notice something strange on the table? Ja, definitiv. Ein Bauplan? Untersuche das Ding auf den Tisch. Ja, das wäre dann das. Aber ich guck mal, was kann man noch anschalten? Sehr schön. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Genau, einfach mal einen Hebel umschalten, ne? Ist ja nichts dabei. Kaputt. Wow. Ja, zu spät. A gate to somewhere. Oh, wir fangen zu fliegen. Wir sind schwerelos. Cool, ich wollte mich eigentlich noch umgucken, aber hey. Das Void. The Void. Hey, you all right? I guess. Oh, you're finally awake. Hmm. A typical day on watch, huh? Oh, was ist das denn? Das ist schon ein bisschen süß. Sieht aus wie fliegendes Leder in, weiß ich nicht, in irgendeiner Form. Well, this might come in handy. Denkst du, ja? Erzählerlein. Okay, Bremse. Alles klar, Bewegung im Void. Im Void gibt es keinerlei Schwerkraft. Springe vom Zug und orientiere dich in die gewünschte Bewegungsrichtung. Halte nach unten gedrückt, um dich mit dem Seil auf den Zug hochzuziehen und erklettere ihn anschließend selbst mit deinem Charakter. Der Bereich rund um den Zug verleiht dir einen Bonus auf das Schwimmtempo im Void, damit du dich in seine nächste Nähe bewegen kannst. Fast ohne hinauszuhängen. Hinterherzuhängen. Okay.
Interessant, das ist der Schalthebel. Was für ein Hebel? Draisinenhebel. Ich habe keine Ahnung von solchen Dingen. Ne? Also Leute, die Ahnung von Zügen und sowas haben, die kommen da bestimmt ein bisschen besser mit klar. Hupe. Oh, das ist jetzt springen, das kann. Kann ich nicht drücken. Schade. Hebe das Tagebuch auf. Welches Tagebuch? Ach, das Tagebuch. Okay. Spring ich einfach runter? Geronimo! Ah, man ist automatisch. Okay. Zum Annähern an den Zug. Das war. Ah, ja. Okay, hab's verstanden. Gehst du auch wieder drauf? Perfekt. Im Tagebuch werden aktive Quests sowie gesammelte Informationen über die Spielwelt aufgezeichnet. Drücke den Knopf, um das Tagebuch zu öffnen. Alternativ kannst du es in deinem Inventar auswählen. Great. Hier ist mein Inventar. Kein Tagebuch. Ah, okay. Der Anfang. Öffne das Tagebuch. Hab ich gemacht. Of course. Such an inventive mind wouldn't have any trouble figuring out the mechanism of a simple trolley. Ich denke, Bremse lösen. Ach, wir fahren in die andere Richtung? Well, pretty much. Try pulling the other lever. Ich will die Hupe drücken. Okay. Bitte in die andere Richtung. Right now, just slowly. Schätze mal. Okay. Drücke Minispiel X um die Draisinen. Ja, das ist zu beschleunigen. Wenn du Bonusbereiche triffst, erhältst du mehr Beschleunigungsenergie. Angehäufte Energie wird mit der Zeit verbraucht. Das Fahrzeug bewegt sich mit Minimalgeschwindigkeit, sobald die Energie aufgebraucht ist. Das wäre dann wahrscheinlich jetzt gerade die Minimalenergie. Aber hey, guck mal, da ist was. Okay, ich muss die anscheinend erst. Ich will da hin. Lass mich da mal hin. Metallschrott. Beautiful. Nehmen wir mit. Hoppala. So. Dann versuchen wir es mal. Yes. That's a useful book you've picked up. Is the author some kind of scientist or inventor? I hope he's not too upset that we stole his train. That was awkward. Neue Quest, Improvisation. Ich glaube, wir haben jetzt gerade die maximale Energie erreicht. Gut. Sammle das und das. Okay, was haben wir hier? Das sind nicht die Dinge, die ich sammeln soll, aber ich nehme sie mal mit. Wow. Sehr interessant, wie man hier durch die Gegend fliegt. Nein, ich will das haben. Das ist jetzt der Nachteil, dass das Ding fährt. Wir könnten aber natürlich auch einfach die Bremse ziehen, ne? Oder zurückfahren. Das geht ja auch. Das ist was Interessantes. Will ich mal eben hin? Holz! Autsch, ich glaube, ich habe mir gerade wehgetan. Da sollte ich vielleicht aufpassen. Holy shit. Ich finde noch die Sachen. Sättigung. Die Sättigung beeinflusst das Ausmaß einer automatischen LP-Regeneration außerhalb von Kampfhandlungen. Die Sättigung wird allmählich verbraucht und kann durch die Aufnahme von Biostoff, Eis oder gekochter Nahrung aus der Küche wiederhergestellt werden. Küche? Okay. Gekochte Nahrung regeneriert mehr Sättigung als die anderen Optionen. Sollte deine Sättigung auf Null sinken, stirbst du zwar nicht, deine LP werden allerdings auch nicht länger automatisch regeneriert. Alles klar. Dann geben wir uns mal eben Mühe. Ich will das haben. Mein Gott. Mühe, dass wir hier nicht irgendwie unsere ganzen LP verlieren. Da
Da ist es. Holz, nein. Ich brauche... Doch, Holz habe ich auch gebraucht, aber ich brauche jetzt noch was anderes. Metallschrott, ja, perfekt. Dann haben wir ja alles. Bauen. Kann ich auch den Zug bauen? So. Drücke nach oben, um das Herstellungsbuch zu öffnen. Wähle ein Objekt aus. Wähle ein Objekt und baue es. Solltest du nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, wird das Projekt gestartet und du musst es später fertigstellen. Die meisten Objekte benötigen einen Boden oder Wände, wenn es sich um ein Objekt mit Wänden handelt, um gebaut zu werden. Um die zu zerstören oder zu verschieben, benutze den Hammer mit oben. Gut. Dann zeige ich mal her hier. Wir wollen was bauen. Was wollen wir denn bauen? Holzboden? Nee, erstmal den Forschungstisch. Was ist denn der Gewinn hier? Da ist ein einfach. Mein Gott, platzieren. So, einer reicht. Kann man direkt mit interagieren. Das ist ja fein. Wähle einen Entwurf. Wähle einen Forschung. Schmelzofen. Container. Okay, wir können jetzt erstmal noch gar nichts erforschen, was daran liegt, dass wir nicht das nötige Zeug dafür haben. Aber gut, das besorgen wir uns einfach, ne? Erforsche die Technologie Schmelzofen. Was brauche ich nochmal? Eisenbarren, Kupferbarren. Ah, okay. Also ich brauche auf jeden Fall Metallschrott. Oh Gott. Wo sind wir? Komm ich da durch? Bitte öffne dich. Okay. Oh, Tatsache, da geht's einfach weiter. Wo kommen wir denn da hin? Wird geparkt. Interessant. Hi. Das sieht ja echt cool aus. Oh. Ach, da war das ein Scheißdreck. Of course, I didn't expect to be greeted with balloons and fanfare, but where is everybody? Okay. Gut, schleich dich rein. Warte, schleichen. Ich gehe einfach mal nochmal. I tell you what to do about it, but I have no idea. Okay, dann schleichen wir uns hier mal rein. Ich wollte doch gerade noch was Schönes erforschen, aber gut, da kommen wir vielleicht später sonst noch dazu. Okay, das ist die zweite. Abheben. Ah ja, Metallschrott. Perfekt. Den brauchen wir. Okay, kriegen wir jetzt hier so Mechanics beigebracht, so drüber springen und sowas. Ducken. Aber zumindest wird man nicht mit Tutorials vollgeschüttet, das ist eigentlich auch ganz angenehm. Da sollte ich vielleicht nicht rein. Geht nach Eisendampf aus. Okay, kann ich einfach rüberspringen? Oder tue ich mir dann weh? Ich meine, wir sind ja in der Theorie schwerelos. Oh. Was war das für ein Tool? Ich werde es wohl nie herausfinden. Was sind wir denn hier?
Und wo müssen wir hin? Da hoch. Alles klar. So. Kannst du dich irgendwie festhalten oder so? An der Seite. Nope. Ah. Ich glaube, oder? Wir gucken mal. Also hier kommen wir so nicht hoch. Aber so. Okay, anscheinend gibt es keine Griffkanten. Aber muss ja auch nicht sein. Muss ja nicht jedes Spiel Assassin's Creed sein. Ist irgendwas? Das ist einfach nur Deko. Gefährlich. Wow. Ich lebe nur. Poor thing. Well, the goddesses of time and fate can't weave a long life path for everyone. Well, at least he won't be needing the revolver anymore. Ja, aber den könnten wir doch gebrauchen. Würde ich schon mal behaupten. Aber irgendwie nicht näher ran. Ach, von hier, okay. Yeah. Schick. Eine schwache Sekundärwaffe mit unendlichem Leistungs- und Munitionsvorrat. So many diagrams on the table. He's probably some kind of designer. Well, used to be. Used to be, genau. Hier ist ein Bauplan. He left the combination of the safe right out in the open. That was a great idea. But don't ever do the same thing, okay? Ah, das ist richtig schön gemacht hier. Kosmetische Gegenstände, ein Hammer. Bienen, Armschutzaufzeichnung. Kann ich einfach ausrüsten oder was? Ja, ich lasse es mal auf Hammer. Okay. Combination of the safe, hat er gesagt. Oder stand das auf dem Bauplan drauf? Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich abgelenkt war von den anderen Dingen. Anyway, wir gehen einfach mal hin. Ja, perfekt. I got an idea. We're gonna need those parts soon. Jui. Okay, gibt's hier noch irgendwas Schönes? Ich bin ja sehr gerne Explorer bei solchen Spielen. Sehr dunkel auf jeden Fall. Aber sieht nicht so aus. Okay. Okay, ich bin einfach durchgelaufen. I mean, why not? Holz. Perfekt. Jetzt toll, dass man jede Lampe an- und ausschalten kann. Einfach so. Ich wollte eigentlich mal ausprobieren zu schießen. Cool. Und nachladen wir genau X. Y wegstecken. Cool. Okay. Hätten wir das geklärt? Ich finde die Umgebung ist echt cool gemacht. Also es ist. Klar, sind so fabrikmäßig, aber auch hier einfach so random mit so einem Wohnzimmer quasi, ne? Das ist schon cool. Okay, hier ist nichts weiter. Now about my brilliant idea and the details. The console on the platform looks suspiciously similar to the device in the blueprints. It was mentioned there in the train upgrade paragraph. The train upgrade paragraph. Okay. Lokomotive erweitern. Verbessere die Plattform deiner Lokomotive mit der Baukonsole im Depot. Jede weitere Verbesserung erfordert zusätzliche Rohstoffe. Ergibt Sinn. Dann sind wir hier einmal durch.
So viel zu schleicht sich rein. Hier war doch eh niemand. Okay. Schauen wir mal. Was können wir denn machen? Okay. Ich drück mal den Hammer an. Da kommt nichts. Und hier? Also hier, hierfür ist die Controllersteuerung ein bisschen hölzern. Daher, ich könnte die Hupe demontieren. Ich kann den Hebel demontieren. Bremse und den Schalthebel wahrscheinlich. Okay, aber... wie erweitere ich es? Ich meine, ich brauche ja anscheinend noch Kram dafür. Schauen wir mal kurz. Ich hatte ja noch eine Nebenquest. Falschtaste. Dafür fehlt mir noch ein Metall. Schade. Hier ist aber auch wahrscheinlich nichts. Okay, dann gucken wir doch nochmal. Macht der Gewohnheit. Da unten kann man noch navigieren. Modul bauen, Waggon verbessern. Nicht genug Rohstoff. Alles klar, Modul bauen. Was haben wir denn hier? Eine Bremse, Schalthebel. Okay, zerstöre die alte Lok. Und die Hupe. Töff, töff. Das ist cool. Und mit verbessern. An engineer. Truly an engineer. Thank you. Very nice. Dann können wir noch wieder demontieren. Und hier ist nichts drin. Okay. Also in der Theorie brauche ich jetzt hier ja wahrscheinlich noch einen Boden oder so. Habe ich aber nicht. Beziehungsweise kann ich noch. Aber das ist okay. Ich habe es jetzt erweitert. Depot verlassen. Entriegle die Bremsen des Zuges, um das Depot zu verlassen. Achtung, diese Aktion kann nicht widerrufen werden. Alle Gegenstände, die im Depot zurückbleiben, werden zerstört. Okay. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Gehen wir mal, wa? Bremse lösen. Juhu! Da geht die Achterbahn wieder los. Sehr interessant gemacht. Okay, neue Notizen zu geben. Neuer Pfad Nummer 2. Okay, okay. Also, ich brauche noch Metall und das da sieht aus wie Metall. Rum da mal hin. Nein, es ist Holz. Okay, nehmen wir trotzdem mit. Wow. Was war das denn? Ah, haben wir es. Gut. Das nehmen wir mit. Jetzt können wir das lernen. The leech is not clever or intelligent. You can hardly call it dangerous either. Mhm. Egel. Okay. Egel schaden dir oder deinem Zug nicht direkt, aber sie verlangsamen dich. Schieße diese Kreatur rechtzeitig ab. Wenn sich ein Egel an den Zug heftet, legt er einen Auswuchs darauf ab. Wenn der Auswuchs nicht schnell beseitigt wird, wächst dann blockiert die Bewegung des Zuges. Okay. Also, wo haben wir denn einen? Scheint ja hier irgendwo ein Problem zu geben. Wow, bist du groß. Ich glaube, es hat sich erst mal ergibt. Ah, da ist einer.
Okay, aber die droppen nichts. Zu wissen. Gut, ich habe jetzt was geforscht. Und jetzt? Baue einen Schmelzofen. Bauen, das war. Okay. Jawohl. Okay, ich kann nur zerlegen mit dem Hammer. Dann versuchen wir es. Mit unserem Buch. Buch, besser. Ich kann jetzt mal einen Boden bauen, ja, das ist schön. Machen wir doch mal. Bauen wir. Die Steuerung ist noch ein bisschen ungewohnt. Ich kann noch nicht alle bauen, aber ich werde schon mal platzieren. Rohstoffe hinzufügen. What? Das klingt nach Kampfmusik. Ich will hier einfach nur in Ruhe meinen Zug bauen. Was ist hier los? What's this? Oh, das kann man abschießen. Can you see it too? Or am I hallucinating already? Nimm doch mit, Mensch. Ah. Ah, da. Noch ein Zug. Can they see us? Hey! Rege Aufmerksamkeit. Well, whatever. Ist er hingehen? Ah, interessant. Okay, da ist das die Demo auch schon zu Ende. Schade, ich hätte gerne noch ein bisschen die Baumechaniken ausprobiert. Aber ist auf jeden Fall. War sehr amüsant schon mal jetzt der Anfang. Was steht hier denn noch? Danke fürs Spielen der Void Train Demo. Dies ist nur der Anfang eines interdimensionalen Abenteuers. In der Vollversion des Spiels gibt es viele neue Funktionen und Inhalte zu entdecken, darunter gegnerische Züge, Rätsel und Arena-Inseln. Komplexere Anpassungsmöglichkeiten und noch viel mehr. Setz das Spiel jetzt auf deine Wunschliste. Wie gesagt, es ist bereits im Early Access. Habe ich vorher noch auf Steam gesehen, beim Auswählen. Ja, ich gehe mal kurz ins Hauptmenü. Jedenfalls fand ich sehr cool schon mal, interessante Mechaniken, vor allem, dass du einfach diesen Zug hast, auf dem du dich fortbewegst und anscheinend, also ich schätze jetzt mal, dass du auch noch andere Orte damit ansteuerst, einfach um noch Dinge zu finden, Baupläne etc. etc. Finde ich sehr cool gemacht. Ist quasi so ein rollendes Zuhause, fast wie ein Wohnwagen, nur in Form eines Zuges im Weltall oder ähnliches. Sowas ähnliches wie das Weltall. Fände ich sehr gut. Würde ich mir auf jeden Fall voraussichtlich auch als Vollversion holen. Ja, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, selber mal reinzugucken, auch was so die Mechanik angeht. Ich habe es jetzt mit Gamepad gespielt. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, Tastatur ist mein Ding, das ist auch völlig in Ordnung. Einfach mal ausprobieren. Hat echt Spaß gemacht. Fand das Ende jetzt ein bisschen abrupt, tatsächlich, aber ja. Cool. Hat mir gefallen. Ja. Gut. Dann gibt's demnächst das nächste Demo und ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.